Hallihallöchen, hier ist eure Gloria. Und mir ist mal was ganz Spontanes eingefallen. Und ich wollte euch fragen, ob ihr das aus eurer Kindheit oder vielleicht auch jetzt noch kennt. Also, wenn ihr wissen wollt, was ich damit meine, dann bleibt dran. Steht zwar garantiert schon hier im Titel, aber ist egal. Also, bleibt dran. Los geht's. Und zwar, es geht um Zungenbrecher. Ich bin irgendwie, ich weiß gar nicht mehr, warum ich auf die Idee gekommen bin und habe mal überlegt, wie viele Zungenbrecher kann ich denn noch aus dem Kopf? Und vor allen Dingen, wie schnell kann ich die sagen? Das ist eigentlich das, was so interessant an der ganzen Geschichte ist. Und ich hatte dabei sehr viel Spaß, darüber nachzudenken und wollte euch daran teilhaben. Also den ersten Zungenbrecher, das ist auch mein Lieblingszungenbrecher. Soll ich den jetzt gleich schnell sagen? Ich sag den jetzt ganz schnell. Also, wenn dein Dackel zu meinem Dackel nochmal Dackel sagt, dein Dackel von meinem Dackel eine runtergedackelt, dass dein Dackel zu meinem Dackel nicht mehr Dackel sagt. Den finde ich auf alle Fälle richtig cool. Und dann habe ich weiter überlegt. Ich sage, da gibt es noch einen Klassiker, den kriege ich nicht so gut hin. Ja, Fisch aus Fritze fischt frische Fische, frische Fische fischt frisch Fisch aus Fritze. Viel schneller kann ich den nicht. Oder der ganz Klassiker. Brautkleid bleibt Brautkleid und Blaukraut bleibt Blaukraut. Kennt bestimmt auch jeder. Oder 10 zahme Ziegen zogen 10 Zentner Zucker zum Zittauer Berg. Ist auch so einer. Schneller. 10 zahme Ziegen zogen 10 Zentner Zucker zum Zittauer Berg. Das kann ich auch noch schneller. Und dann habe ich einen kennengelernt. Den habe ich damals gelernt als eine Art Eselsbrücke. Weil ich, kleines Kind, zu Hause mal alleine, Eltern kamen nach Hause. Haben gefragt, was du gemacht? Ich so, ich habe einen Film gesehen. Wusste aber nicht den Titel des Films, also habe ich begonnen, ihn zu umschreiben. Das Ende vom Lied war, mir fielen nicht genau ein die Wörter, die ich gebraucht habe. Also habe ich andere Wörter benutzt. Da kam dann raus, ich habe den Mann geguckt, der immer klöckelt. Gemeint war der Klöckner von Notre-Dame. Und da ich das von der Glocke abgeleitet habe, habe ich gesagt, ja, dann klöckelt er. Wenn der eine Glocke schlägt, dann klöckelt er. Dass das Läuten heißt, habe ich dann durch diesen Zungenbrecher gelernt. Wobei er nicht so zungenbrechermäßig ist, aber wenn man ihn schnell spricht, ist das schon anstrengend. Der Leutnant von Leuten befiehlt seinen Leuten nicht eher zu läuten, bevor der Leutnant von Leuten das Läuten befahl. Mir mal in die Kommentare schreiben, ob ihr noch mehr Zungenbrecher könnt. Das würde mich mal interessieren. Ich habe nämlich jetzt nicht im Internet irgendwie recherchiert. Das sind wirklich die, die ich in meinem Kopf noch habe. Schreibt mir mal in die Kommentare, ob ihr auch sowas noch kennt und ob ihr einen kennt, den ich jetzt noch nicht genannt habe. Und vor mir sitzt gerade mein Hund. Mein Hund, komm hier. Hier fein. Ja, meine Süße. Ja, guck mal. Ja, hallo. Hallo. Guck. Da in die Kamera. Nein, guck nicht. Ja, meine Große ist ja gut. Ist ja gut. Ist ja gut. Ja, meine Süße. Ja, wie gesagt, schreibt es mir mal in die Kommentare. Wenn euch das interessiert hat, wo ist mir mehr Licht? So. Wenn euch das interessiert habt, dann ja, schreibt mal drunter und lasst einen Daumen da oder abonniert mich. Wäre auch cool. Dann verpasst ihr keine Videos mehr. Und ansonsten, ja, genießt das Wetter, solange es noch so schön ist. Es scheint die Sonne. Schön, die scheint. Kann man gar nicht so richtig sehen hier. Aber sie scheint. Sie scheint wunderschön. Ja, bis zum nächsten Mal, eure Gloria.